Und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Liga. Ja, das sind alles jetzt hier keine Trainer, die wollen einfach nur gucken, dass wir alle Orden haben. Danke. So, dieses Labyrinth, was mich jetzt hier kommt, hier brauchen wir nämlich alle Dingsbumster, soweit ich weiß. Also alle VMs. Ist da. Wir folgen mal einfach mal den Weg hier. Der so schön kariert ist. Wie so ein Schachfeld. Okay, wir hätten auch die Abkürzung gehen können. Jetzt durch jetzt brauchen wir jetzt direkt Surfer. Pokémon Shigi Surfer. Hier in den Gräsern sind glaube ich auch relativ starke Pokémon. Weiß ich jetzt nicht, klar. Weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber soweit ich weiß, wir können mal erst was gucken. Da. Gerade zum Trainieren vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, welches Level die haben. Level 40 gerade mal. Nee. Das bringt kaum EP. Hatte Goff diesen mindestens Level 50 oder sowas, aber Level 40 gibt uns ja gar nichts. Ist ja. Okay, hier war schon mal falsch. Ach da. Oh, okay. Siegestraße, Pokémon Liga. Yay! Damit haben wir schon mal alle Pokémon. Ach du Kacke, du weißt ja was mit den komischen Steinen. Ob ich das noch zusammenbekomme? Ah, mal gucken. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt hier zwei Stärke, ne? Bam. Wir speichern sich auf einfach mal, bevor wir irgendwelche Steine falsch verrücken. Okay, dann ist der Schalter. Wie war das jetzt? Zweimal hoch. Sonst komme ich nicht mehr ran. Komm, Alter, diese Pokémon hier. So. Oh, Alter, ernsthaft jetzt? Alle 3 Meter hier? Perfekt. Was ist jetzt geöffnet? Was auch immer sich jetzt gerade geöffnet hat. Nee, an den Stein kann ich mich nicht erinnern. Warte mal, vor allem, wenn wir jetzt den Stein nach oben schieben würden, würden wir da gar nicht mehr durchkommen. Also der Stein kann es nicht sein. Dann gehen wir mal hier die Treppe hoch. Kann sein, dass hier eine Blockade war? Dass ich die gerade deaktiviert habe? Okay, jetzt nach links und nach rechts. Na super. Ich weiß nicht, wollen wir auch gegen den ganzen Trainer kämpfen? Ich meine, ne, gratis EP. Können ich schaden? Glaubst du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen? Ich weiß nicht, also. Wir werden es sehen, ne? Oh Gott, wie sieht die denn aus? Trainerin möchte kämpfen. Trainerin setzt Snubblicat ein. Oha. Immerhin nur Level 44, aber dennoch. Snubblicat kann es immer ganz schön gefährlich werden. Zahltag. Okay, oder auch nicht. Ging über Münze rum, yay! Snubblicat wurde besiegt. 1400 EP. Und wo? Na, oh nein, nicht schon wieder Blut. Die schicken wir jetzt mal schlafen. Ah, jetzt hat sogar beim ersten Treffer funktioniert. Dann leg mich doch am Arsch. So. Oha, ja, siehst du? Oh nein! Warum denn? Was ist geschehen? Was ist passiert? Nein! Nein! Willst du mich verarschen? Okay, wir kämpfen nie wieder gegen Trainer hier drin. Und ich weiß nicht, wie lange jetzt der Weg ist, wie lange der dauert.
Auf Yandu ist eine Fettbo. Siehst du, ich könnte mir mal mehrere Fettbos kaufen und kaufen vor allen Dingen. Fangen. Alle hochtrainieren auf Level 66. Das macht überhaupt keinen Sinn, wäre aber cool. Ich meine, ne, die ganzen Trainer, gegen die man kämpft, die haben ja auch ein und dasselbe Pokémon 4-5 Mal. Von daher kann ich es auch so machen, dass ich 6 Mal Fettbo habe. Ich bin raus. So, da oben ist noch ein Trainer. Und hier unten ist ein Stein. Da müssen wir wieder nach unten kommen. Ich weiß nicht, wo wollen wir jetzt echt gegen den Trainer kämpfen? Wirklich Lust darauf habe ich nicht. Wo bin ich? Hier? Hier sind Steine. Okay. Ach ja, ach man. Kassel ist, dass man Stärke immer je, ja quasi immer, wenn man von einer Etage in die andere Etage geht, man immer, nein, doch, dass wenn man hier Stärke benutzt, man das immer in jeder Etage wieder neu aktivieren muss hier. So, du kommst eins nach links, dann kann ich dich nämlich jetzt nach unten verschieben. Und dann kann ich dich jetzt noch da verschieben. Tada. So, gucken wir mal. Ach, das Penis. Oh, Alter. So, hier war ja eine Blockade, ne? Okay, die ist jetzt weg. Oh, oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber, So. Haben wir es mal im Schnelldurchlauf gemacht hier. Oh. So, weil hier oben ist ja auch noch ein Stein. Die Frage ist, können wir mit dem irgendwas machen? Der Stein liegt da und wir können damit... Nein, können wir nichts machen. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Da oben war, ist Lavadoff. Was? Nein, flüchten. Da ist Lavadoff, da, guck mal. Der Lavadoff. Okay, da ist ein Pokéball und hier ist schon wieder so ein Schalter. Er findet hier im 5. Da ist ein Trainer. Ach, ich weiß nicht, ob die mal anquatschen sollen. Weil ist halt zum einen eine KP und zum anderen auch eine AP-Verschwendung. Du möchtest also die Top 4 herausfordern? Eigentlich nicht, eigentlich möchte ich nur hier durch. Ich möchte eigentlich nur ein bisschen shoppen gehen. Also ich weiß nicht, was du mir möchtest. Wie sieht denn der aus? Jongleur möchte kämpfen. Trauma, doch leck mich doch am Arsch. Na, das wird erst recht eine AP-Verschwendung hier. Immerhin Level 40. Kriegen wir also schon mindestens ein bisschen EP. Schlafbruder, komm. Nein! Jetzt tauscht ihr auch noch aus oder was? Was? Was ist mit dir los? Ja, Tomato schließt fest. Aber wir sind jetzt noch nicht vergiftet, das heißt, wir müssen natürlich zur nächsten Pokémon-Arena. Ah, leck mich am Arsch. Ja, nee. Weil das Problem ist bei diesen Trainern hier. Wenn wir jetzt hier irgendwie, ne, irgendeinen Schaden bekommen. Gut, wir könnten uns natürlich gleich für Gegengift kaufen und Brandheil und so einen Scheiß. Weil das Problem ist, wenn wir jetzt hier zum Pokémon-Center wollen, um zum Beispiel die Vergiftung zu heilen, dann können wir nur zu dem Pokémon-Center. Also können wir nur wieder rausgehen. Das Problem ist, wenn wir wieder draußen sind, müssen wir die ganzen Blockaden, diese ganzen Steinrätsel, wieder von vorne machen. Das dauert halt einfach so unendlich ewig lange. So. Okay, hier ist eine Leiter. Hyperheiler. TM 17. So, gehen wir mal hier die Leiter hoch. Ich hoffe mal, das ist so gedenkt. Hier oben ist ein Stein. So, den Trainer. Ne, weil ich würde gerne wissen, was das da für ein Pokémon ist. Für ein Item. Ich meine, gut, andererseits.
Es gibt halt eigentlich keine sinnvollen Items, weil das Einzige, was wir sinnvoll brauchen, kaufen wir uns dann im Pokémon-Markt. Ach, wir probieren das trotzdem mal. Was? Achso. Na gut, nehme ich einfach schlafen. Alter, der schluckt ja meine ganzen APs hier, ey. Holy crap. Immerhin 2000 EP bekommen. Aber trotzdem, also wir haben jetzt noch gerade mal 5 APs. Das passt mir im Leben. Ah Gott, wir haben noch 4 APs. Beleber. Ah, siehst du, das bringt schon ein bisschen mehr. Und einfacher Beleber. Weil das Problem bei Beleber ist, dass das Pokémon, was tot ist, wird zwar quasi wieder belebt, wird aber, glaube ich, gerade bei irgendwie zu 30% oder sowas von den KPs wieder aufgeladen. Ist halt so relativ schwach. Von daher. Aber bei Top-Beleber, da wird das Pokémon quasi wieder belebt und wieder komplett aufgefüllt. Also quasi so, wie als wenn ich im Krankenhaus war. Sicher. So, wollen wir mal kurz gucken. Hier ist ein Stein. Wo kann der Stein überall hin? Da ist auch noch ein Stein. Oh, Alter. Aber den Stein können wir nicht runter verschieben. Das heißt, der Stein ist für uns erstmal uninteressant. Hallo? Oh. Wir müssen erstmal gucken. Wo die. Oh, Alter, das gibt's doch gar nicht, ey. Oh, ey. Du willst mich doch verarschen, ey. Okay, da. Oh, das ist. Was war das jetzt gerade? Ist doch egal. Können wir ganz kurz gucken. TM47. So, ach gut, hier ist ein Schalter. Also, okay, da muss also der Stein da rechts hier rein. Wenn ich alle 3 Meter mal Pokémon kommen würde. Also, stell dir mal vor, wir würden gegen jedes Pokémon kämpfen. Da kommst du doch aus dem Heil nicht mehr raus. Vor allem auch auf dem AP auffüllen nicht mehr raus. Pokémon. Texo, Stärke. So, jetzt eins nach unten. So, jetzt muss ich überlegen. Hier bringt mir der Stein nichts. Okay, noch 2 weiter. Oh. So. Und jetzt einfach nach unten schieben und dann quasi drauf vorbeilaufen einfach. Tada. So, was hat sich damit jetzt getan? Hat sich damit irgendwas auf der Etage jetzt getan oder auf einer anderen Etage? Mach sicher. Hier ist noch alles, wie es immer ist. Hier waren wir schon. Und hier kommen wir nicht weiter. Okay. Dann schätze ich mal, wir müssen wirklich da oben in die Leiter rein. Was ja auch naheliegend ist, ich meine, die Leiter ist direkt ja daneben. Hätte nur hätte sein können, dass wir erstmal auf der Etage hier irgendwas machen müssen. So, jetzt sind wir wieder unten. Ah, okay, jetzt kommen wir hier auf den Stein. Was auch immer uns das alles bringt. Mann. Ich habe jetzt keine APs mehr. Ah, oh mein Gott, das ist eine Reklame, das. Ey, ich finde Megablock. Oh. Okay. Sichern. Lava! Der Boden ist Lava. Nee. Holy shit, Alter. Yeah. Lavados. Speichere ich ihn erstmal? Ach, ich habe gespeichert. Probier ich einfach mal ganz kurz mit erstmal schwächen. Haha. Nochmal schwächen wir gerade hier dumm. Der wird doch gerade jetzt sterben. Vor allem, wenn es immer Volltreffer ist. Scheiße. Okay. Wow. Okay. Jetzt soll es aber gleich mit dem ersten Ball passen. Überball. Nein. Okay. Ich bin auch dumm. Ich hätte erstmal schlafen legen sollen.
Wir probieren es trotzdem einfach mal. Item. Überball. Das wird so nicht funktionieren. Ich hätte erstmal schlafen legen sollen direkt, statt es zu schwächen. Na, das wird nie was. Okay. Dann also direkt schlafen legen. Schlaf, Bruder. Oh, Treppe im ersten Versuch. LOL. Ich hätte gedacht, ich brauche da mehr Versuche. Okay, das heißt, ich muss jetzt erst schlafen legen und dann auch noch schwächen. Alter Schwede, ey. Holy crap. Ey, Mädel. Was ist denn los mit dir? Okay. Jetzt wissen wir, wie wir es machen. Also erst schlafen legen und dann schwächen. So, jetzt muss es aber klappen, Alter. Ja! Geil! Ey. Weil das Problem ist halt, bei Lavados, man hat nur einen Versuch. Wenn man einmal scheitert, ist das Pokémon weg. Das gilt übrigens für alle legendären Pokémon. Also Arctos, Zapdos, Lavados und auch Mewtwo. Wenn du beim ersten Versuch scheitert, ist das Pokémon weg. Deswegen davor immer speichern und ne, klassische Gameboy-Manier, wenn man versagt, Gameboy ausschalten, wieder einschalten. Classic. So, damit haben wir jetzt, wir werden es sogar behalten, da wir ja noch einen Platz frei hatten. Level 50, leider nur Level 50, ist relativ schwach eigentlich. Vor allem ist er jetzt natürlich auch, ne, er schläft, hat gerade noch 18 KP, also. Heieiei. Direkt speichern. So, gucken wir mal, wo wir jetzt lang müssen. Der Stein hier. Ach man, Alter, ist ja gut. Texo-Stärke. Okay, und es ist noch ein Stein. Waren wir hier nicht schon? Nicht gerade. Doch, wir waren doch hier schon. Ist doch direkt der Eingangsbereich, oder nicht? Doch, ist der Eingangsbereich. Hä? Jetzt haben wir noch einen Kreis, oder was? Was ist hier los? Oder war das ganze Ding gerade nur als Secret gedacht? Momentchen mal. Muss ich denn jetzt denn lang? Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir auch schon. Hier war das mit dem Stein. Der Weisen. Bin ich denn hier falsch oder was? Ich geh mal hier lang. Stimmt, hier waren wir letztens gar nicht. Ah, okay. Das macht Sinn. Dann war das der Abzweig, den wir vorhin gelaufen sind, also wirklich nur für Lavados. Das war gar nicht der eigentliche Weg, den wir laufen mussten. Okay, das war dumm. Ach Gott. Okay, ein Trainer müssen wir. Ah ne, doch nicht. Leute. Alter, was ist denn hier los mit dem Gameboy? Also mit dem Emulator. So, nur mal kurz gucken. Okay, an den Stein kommen wir nicht dran. Also doch, das. Also, was ich meinte, ist auf der anderen Seite waren wir bereits. Okay, hier ist ein Stein, den man. Oh, Alter, diese. Nein! Das ist ja Folter hier. Reiner mit dir. Danke. So, muss der Stein da oben auch noch irgendwo hin? Da ist noch eine Leiter. Ah ne, dich da können wir gar nicht verschieben. Also, es würde auch zumindest nichts bringen. Ah, verstehe. Jetzt kann ich den Stein nach links bewegen. Da war nämlich diese komische Platte da. In der Etage sind wir jetzt also. Sehr schön. Macht das richtig jetzt hier? Oder? Also, genau. Komm genau drauf zu. Sehr schön. So, was auch immer sich das dadurch verändert hat. Wahrscheinlich ist das hier die Sperre beim Trainer weg. Jawoll, ja.
So, gucken wir mal, wo es weitergeht. Direkt mal speichern. Ich hasse diese Steinrätsel. Okay, ist eine Leiter. Ach, das war's schon! Yay! Wir haben es geschafft! Wir sind durch die Siegerstraße durch. Oder, also... So, hier war jetzt auch noch ein Rätsel, ne? Genau, hier kamen wir nicht durch. Hier musste ich... Geht's da oben lang? Ja, hier oben geht's lang. Nein, geht's nicht lang. Geht's hier unten lang? Oh, Alter! Ach! Dann hier. Ja, hier kommen wir lang. Wer stellt die Statue bitte schon so auf? Und damit sind wir jetzt vor der Pokémon, also in der Pokémon-Liga. Und hier haben wir, wie gesagt, ne, hier können wir alles machen, wieder wie in jedem Pokémon-Set. Das heißt, wir können auch hier wieder unsere Pokémon tauschen. Ich mache aber erstmal, heilig erstmal alle Pokémon. Okay, das geht so nicht. Damit wir nur geheilte Pokémon auf der Bank haben. Wobei die Pokémon, die wir jetzt ablegen, ne, die werden ja sowieso, ist egal. So, Pokémon von, nein, PC. Pokémon von Ash, klar, PC von Ash. Ablegen, wir legen ab. Bisaknoff nicht. Wir legen Clotexo ab, oder haben wir jetzt Lavados? Dann legen wir Shigi ab, weil da haben wir Aquatos. Was? Hier. Nicht. Oh. Arctos hieß der. Genau, Arctos. Dieser Name, ey. So. Genau, dann haben wir noch unsere beiden Standard-Pokémon. Plus Bisaknosp als Pflanzen-Pokémon. Und ich weiß nicht, welche Typen wir alles brauchen werden. Von daher. So, und jetzt nehmen wir die anderen beiden mit. Jetzt sind sie unten. Ich weiß noch, letztens nehmen wir Pokémon ganz oben. So, und dann noch einmal Arctos. Yeah. Und, was? Sehr gut jetzt. Und, hier, dieser Knopf kommt erst dann raus, wenn wir Mewtwo fangen können. Aber ich glaube mal, das geht schon wirklich erst nach der Liga. Das heißt, Mewtwo bringt uns in der Liga gar nichts. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber was willst du machen? Achso, nochmal alle hier aufladen. Jetzt mal speichern. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!